Wie schön wäre es, jeden Tag glücklich zu sein, voller Freude und ganz gelassen den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Das wäre großartig, oder? Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, die Realität sieht anders aus und der Alltag kann uns manchmal ganz schön stressen. Mein Name ist Tina Schütze. Herzlich willkommen im Workshop Stress lass nach. Stressabbau für groß und klein. Und für mich schließt sich hiermit heute ein ganz wundervoller Kreis. Denn als ich angefangen habe, erste Seminare im Herzzentrum Leipzig zu halten, bin ich im Anschluss immer mal wieder gefragt worden, warum lernen wir denn sowas nicht in der Schule? Warum muss ich denn erst 70, 80 Jahre alt werden, um das über mich selber zu erfahren? Die Frage konnte ich nicht beantworten, aber inzwischen gibt es ein Konzept, das heißt Metazeit, und damit bringe ich mehr Bewegung und mehr Achtsamkeit und Meditation in die Schulen. Also genau dieses Potpourri aus Übungen, was wir in den vergangenen Seminarrunden miteinander gemeinsam geübt haben, was schon so vielen Menschen so gut getan hat, kommt nun auch als Methodik nach und nach in die Schulen, damit eben auch Kinder lernen, gut für sich zu sorgen. Und es gelingt am besten, indem wir uns mehr bewegen, denn Bewegung ist gesund, keine Frage. Inzwischen wissen wir auch, dass auch Achtsamkeit gesund ist. Ein Innehalten, ein Reflektieren, ein Gewahrsein mit sich selbst und der Lebensumstände und auch Meditation. All das ist inzwischen erforscht und ich bin mir sicher, es wird höchste Zeit, das in die Schulen zu bringen und es wird auch gelingen und nach immer mehr Kinder erreichen. Also ein großes Dankeschön von mir schon mal an alle PatientInnen, die mir im Laufe der Jahre begegnet sind und diesen Impuls gesetzt haben, der so stark war, dem nachzugehen und jetzt schließlich auch dieses Wissen in die Schulen zu tragen. Und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an das Team des Herzzentrums, das sich immer so großartig bemüht, die Menschen zusammenzutragen, um eben in den gemeinsamen Austausch zu gehen, das gemeinsame Üben, das Wissen zu vermitteln, aber eben auch anzuregen, was kann ich denn selbst für mich tun? Und da sind wir schon bei Lektion Nummer 1. Ja? Wenn wir nicht für uns selbst sorgen, gibt es vielleicht ganz, ganz liebevolle Menschen in unserem Leben, die das übernehmen. Aber ich glaube eher, es ist an uns selbst, gut für uns zu sorgen. Und wenn jeder gut für sich sorgt, dann geht es letztendlich uns allen besser. Und natürlich gibt es Momente, da ist der eine stärker und der andere schwächer. Und da dürfen wir einander unterstützen, stützen, Hände reichen, ja. Aber wenn wir alle lernen, besser für uns selber zu sorgen, dann geht es uns allen gemeinsam besser. Deswegen Stressabbau für groß und klein. Wenn Sie mögen, dann holen Sie die Kinder gerne mit dazu, ob das eigene Kinder sind, Enkelkinder, Nichten, Neffen, junge, alte Menschen. Lassen Sie uns gerne gemeinsam üben, herauszufinden, wie fühlt sich das denn an, wenn ich gestresst bin und vor allen Dingen, wie kann es gelingen, mit Stress gesund zu leben? Denn auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ohne Stress ist schwer möglich, denn irgendwas im Leben fordert uns immer. Irgendwas ist immer, oder? Und zum Glück begegnen wir uns hier ja online, auch wenn es vielleicht noch eine Herausforderung ist, sich an dieses Medium zu gewöhnen. Workshops, Seminare auf diese Art und Weise zu nutzen, hat es doch den Vorteil, dass Sie im Nachhinein Videos, die Ihnen gut gefallen haben, Übungen, die Ihnen gut getan haben, immer mal wieder wiederholen können. Denn auch das, ja, es reicht nicht, sich nur einmal die Zähne zu putzen. Es reicht nicht, nur einmal etwas zu essen. Wir werden wieder hungrig sein und genauso ist es auch mit Bewegung und mit Achtsamkeit. Es reicht nicht, das nur einmal zu machen, denn es wird wieder etwas passieren. Also ist es gut, es regelmäßig in seinen Alltag einzubauen und über diese Regelmäßigkeit eine Gewohnheit der Selbstfürsorge zu etablieren, indem es uns gelingt, nach und nach den Herausforderungen des Lebens gelassener zu begegnen, vitaler, stärker.
und vielleicht nicht sofort in die Luft zu gehen oder zu verzweifeln oder in die Angst, sondern nach und nach Erfahrungen zu sammeln. Wird schon. Ja, kommen auch wieder andere Tage. Nach jedem Regen scheint wieder die Sonne. Kein Gewitter währt ewig. Ja, diese Erfahrungen machen wir im Laufe des Lebens. Und bevor wir beginnen, würde ich Sie mal bitten, egal wo Sie gerade sind, außer Sie sind im Auto, aber wenn Sie zu Hause sind und vermutlich sitzen Sie gerade, ja, Sie können natürlich auch stehen, wenn Ihnen das angenehm ist. Sie können natürlich auch vielleicht einen schönen Spaziergang machen und währenddessen mich über die Kopfhörer hören. Spüren Sie mal in Ihren Körper hinein, wie geht es Ihnen denn heute? Mir persönlich hilft es immer, meine Augen zu schließen, weil ich dann noch mehr bei mir bin. Mir hilft es auch, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, immer mal so ein bisschen meinen Körper auch dabei zu spüren, ja, wirklich in Kontakt mit dem Körper zu sein. Wie geht es meinen Beinen? Wie geht es meinen Knien? Wie geht es den Unterschenkeln und den Füßen? Lassen Sie uns gemeinsam zunächst erstmal wahrnehmen, wie geht es mir denn heute körperlich? Der Oberkörper, die Schultern, der Nacken, der Kopf und auch die Arme, die Ellenbogen, Unterarme, Hände, Handgelenke. Was nehmen Sie wahr? Und im besten Fall ohne zu bewerten. Aha, interessant. So geht es mir also heute. So geht es meinem Körper also heute. Aha. Und ganz schnell springt ja da meistens der Verstand an, ja? Ach, na klar zwickt es im Knie, weil heute ist ja auch das Wetter so. Ach ja, na klar spüre ich den Nacken heute so, weil die Nacht war ja so, wie sie war. Ja? Und es ist auch gar nicht schlimm, das müssen Sie auch gar nicht abstellen. Es geht darum, wahrzunehmen, wie geht es mir denn heute und es auch immer wieder zu üben. Wie geht es mir? Und während Sie so Ihren Körper spüren, dann spüren Sie doch mal noch tiefer in den Körper hinein, in die Energie des Körpers. Wie würden Sie denn die Vitalität, Ihre Kraft, Ihre Energie heute einschätzen, wahrnehmen? Ist das viel, ist das wenig? Ist das wild und unruhig oder ist das ganz ruhig und entspannt? Um ein Gewahrsein zu entwickeln, aha, interessant, das ist also mein körperliches Empfinden und das ist also die Energie in meinem Körper. Bin ich voller Freude oder eher traurig, aufgeregt oder vielleicht ein bisschen gelangweilt? Ist es eher ein sonniges Gefühl oder eher grau oder regnerisch? Welche Farbe würden Sie diesem Gefühl in sich, dieser Energie in sich vielleicht geben? Und auch wieder mit einer inneren Haltung von, aha, das ist ja interessant. Und dann gehen Sie auch mit Ihrer Aufmerksamkeit in den Kopf. Was denken Sie denn darüber, wie es dem Körper geht? Darüber, wie es sich anfühlt, wenn Sie die körperliche Energie betrachten? Ich bin mir sicher, dass Ihr Kopf natürlich sofort eine Meinung dazu hat. Ursache herausfindet. Es zeigt sich da eine Wirkung im Körper und natürlich haben Sie da auch viele Erfahrungen gemacht. Und der Kopf springt an. Und macht sich seine Gedanken dazu. Und wie fühlt sich das denn an? Beruhigt Sie das?
Oder macht das eher noch mehr Stress? Macht das Angst? Erzeugt es eine Enge oder erzeugt es eine Weite? Fühlt sich das leicht an oder eher schwer? Dunkel oder eher hell? Und auch wieder mit einer Haltung von aha, das ist ja interessant. So ticke ich also. Sehr interessant. Und dann kommen Sie wieder an, blinzeln Sie sich so ein bisschen wach. Kommen Sie wieder in das Hier und das Jetzt. Und spüren Sie wieder den Raum um sich herum, Ihren Körper und die Kraft in sich. Ganz wach. Wir haben ja gerade erst angefangen mit unserem Workshop. Also, wenn es darum geht, den Stress abzubauen, wenn es darum geht zu üben, wie gehe ich denn mit meinem Stress um, gelingt uns das, wenn wir erst einmal herausfinden, wie geht es mir denn? Und wenn wir das nach Möglichkeit immer mal wieder üben, im besten Fall jeden Tag mal kurz einchecken, so wie Sie morgens auch im Spiegel checken. Wie sitzen die Haare? Was sagen meine Lachfältchen? Sollte ich da mal wieder ein bisschen üben und die ein bisschen vertiefen, die Lachfältchen? Ja, wie geht es meinem Körper und wie sieht der aus? Auch mal einchecken. Ja, wie geht es denn dem Körper? Und wie geht es denn der Energie im Körper? Und was hat der Verstand dazu zu sagen? Denn der Verstand hat eine ganze Menge zu sagen und leider oftmals nicht Hilfreiches. Leider beginnt nämlich der Stress genau da, im Kopf. Und der Körper verkörpert das dann. Ja, die Angst entsteht meistens im Kopf. Und der Druck wird im Kopf wahrgenommen. Und dann können wir das natürlich auch nutzen. Ja? Lassen Sie uns mal jeder und jeder für sich überlegen, was stresst mich denn? Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich gerne einen Zettel dazu und einen Stift. Sie können das Video ja auch anhalten und mal aufschreiben. Entweder überlegen und durchdenken, aber gerne ruhig auch mal aufschreiben. Was stresst Sie denn? Und da können Sie in Ihrem Alltag schauen, ja? Hat das was mit Ernährung zu tun? Hat das was mit Bewegung zu tun? Hat das was mit anderen Menschen zu tun? Hat das was mit der Familie zu tun, mit Freunden? Ich bin mir sicher, da wir uns ja hier auch im Herzzentrum begegnen, hat es sicherlich auch was mit dem körperlichen Befinden zu tun, mit der Gesundheit. Und welche Emotionen verknüpfen Sie damit? Ja? Wer oder was stresst Sie? Wo und wann? Und welche Emotionen verbinden Sie damit? Ist es Angst? Ist es Traurigkeit? Ist es ein Gefühl von Enge, von Druck, von Schwere? Wenn Sie mögen, dann halten Sie das Video ruhig mal einen Moment an und gehen mal in sich und schreiben mal alles auf. Und seien Sie da gern radikal ehrlich, ja? Wenn es die Schwester ist, die Enkel, die Familie, sehr oft stresst die Familie, ja? Viele Menschen haben viele Ansprüche, haben viele Wünsche und unterschiedliche Dinge, die sie wahrnehmen. Der eine Mensch braucht laute Musik, um sich lebendig zu fühlen. Dem anderen ist es zu laut. Und allein schon bei Musik gehen ja die Geschmäcker auseinander. Ja? Der eine Mensch braucht eine bestimmte Art von Essen, um sich stark und vital zu fühlen. Dem anderen schmeckt es aber überhaupt nicht. Schon ist wieder eine gute Chance auf Stress und Streit. Jeder Mensch ist anders. Und wir können besonders gut lernen, für uns zu sorgen, wenn wir zunächst einmal wissen, wie tick ich denn? Was macht mir denn Stress? Und es hilft meines Erachtens immer,
wenn sie dabei sind, ihre Liste auszufüllen, auch mal vielleicht sich auf die Sinne zu konzentrieren. Ja? Gehen Sie zu Ihren Augen. Was stresst Ihre Augen, wenn Sie etwas sehen? Ja? Oder ist das Licht? Hat das mit einer gewissen Ästhetik vielleicht auch zu tun? Oder Dinge, die Sie sehen, Nachrichten, die Sie sehen? Und dann gehen Sie weiter zu den Ohren. Was stresst Sie da, wenn Sie an die Ohren denken? Und dann können Sie auch in Ihr Fühlen gehen. Ja? Vielleicht ist es ein Schmerz, der stresst. Oder vielleicht sind es gewisse körperliche Erfahrungen, die stressen und anstrengend sind. Oder das Fehlen gewisser körperlicher Erfahrungen. Und vielleicht sind es auch gewisse Gerüche oder manche Geschmäcker. Mich stresst zum Beispiel sehr, wenn ich Zigarettenrauch rieche. Das hat seine Gründe. Aber ich weiß, dass mich das stresst. Jemand anderes genießt es. Ja? Das zu akzeptieren, das zu lernen und zu üben, das bin also ich. Und das stresst mich. Ist der erste Schritt, um den Stress letztendlich auch wieder abzubauen. In dem Moment, wo uns etwas bewusst wird, sind wir in der Lage zu handeln. Das ist so ein bisschen wie in der Schule mit den Fragen. Ja, wir können nur fragen, was uns bewusst ist. Wenn ich nicht weiß, dass da irgendetwas zu hinterfragen ist, dann stelle ich natürlich keine Fragen. Wenn ich nicht weiß, dass mich etwas stresst, dann schwelt es so unterbewusst immer mit, wie das Rauschen einer Autobahn. Und dass man sich irgendwann gewöhnt hat. Ja? Und so viele Dinge gewöhnen wir uns. Der Lärm der Stadt, das Dudeln eines Radios oder auch gewisse Nahrungsmittel, die den Körper mehr stressen, als sie ihm gut tun. Aber wenn wir mehr in uns hineinspüren, und Krankheiten sind eine Chance, ein bisschen mehr in sich hineinzuspüren, feinfühliger zu werden, höriger zu werden, sehender zu werden, zu erkennen, das stresst mich. Dann sind wir in der Lage zu handeln, ja? Ins Machen zu kommen. Und was Stress macht, das können wir ja mal gemeinsam fühlen, indem wir mal die Augen schließen und erinnern Sie sich an einen Moment oder an etwas, was Sie wirklich, wirklich stresst. Und ich meine jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 gar nicht so schlimm ist und 10 ist, ich halte es kaum noch aus. Lassen Sie uns mal bitte auf eine Skala von mindestens 7 bis 10 gehen. Ja? Also wir gehen in ein Stresssegment, wo Sie sagen, oh, das nervt mich. Ja? Der Nachbar mit der zu lauten Musik, in meinem Fall aus dem Haus zu kommen, die Sonne scheint, ich will einatmen und habe erstmal direkt Zigarettenrauch im Gesicht. Ja, was immer es ist, gehen Sie in eine Situation, die Sie stresst. Richtig, richtig, richtig doll. Und dann nehmen Sie mal wahr, wo spüren Sie das denn im Körper? Sind das die Hände? Ist das das Gesicht, das sich zusammenballt? Ja, spüren Sie es im Unterbauch? Schlägt Ihnen das auf den Magen? Geht Ihnen das zu Herzen? Geht es an die Nieren? Wo spüren Sie diesen Stress? Wie fühlt sich das an? Jetzt ist es natürlich super, super schade, dass wir uns nicht in echt begegnen, sondern hier nur online. Ich kann Sie jetzt gar nicht fragen, wo haben Sie es gefühlt? Wie hat sich das angefühlt? Gehe aber davon aus, dass es sich eng angefühlt hat. Und irgendwo hier auf dieser Linie zwischen Unterbauch, Brustkorb, Hals, Gesicht, hier hat sich es zusammengeschnürt. Ja? Irgendwo hier in dieser Gerade. So fühlt sich Stress an. Und aus dieser Enge, aus diesem Zusammen, da können wir kaum etwas Schönes gestalten, kaum etwas Gutes, sondern meistens erst wieder im Aufatmen. Ja? Bei Stress halten die auch meistens die Luft an, nehmen die Schultern so ein bisschen hoch, ja? Gehen so ein bisschen in Deckung.
ähnlich wie bei Angst. Ja? Stress macht eng und macht ängstlich. Also, wenn es darum geht, den Stress abzubauen, wie kann es denn gelingen, wieder in ein zu kommen? Also zunächst einmal vielleicht genauso. Ja? Wenn Sie etwas stresst, wenn Sie spüren, oh, Angst, Angst, eng, eng, eng. Ja? Durchatmen. Und erinnern Sie sich, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja? Es kommen auch wieder andere Zeiten. Erstmal wieder in die Ruhe kommen. Wenn das über den Atem nicht geht, weil es so viel ist, weil es so hart ist, nehmen Sie den Körper mit dazu. Einatmen, Schultern hoch. Ausatmen. Nochmal einatmen, Schultern hoch. Nochmal einatmen. Noch zweimal. Bis zu den Ohren, die Schultern und mit dem Ausatmen loslassen. Letztes Mal einatmen, Schultern gehen hoch, 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 hoch. Und dann spüren Sie nach, wie fühlt sich das jetzt an? Was auch hilft, ist eine kleine Eigenmassage. Ich hatte ja gesagt, alle diese Übungen, die wir heute machen, gibt es auch inzwischen in Form von Metazeit an der Schule. Und auch diese Eigenmassage tut gut in Momenten der Anspannung. Und Kinder haben in Schule viel Stress, genauso wie wir Erwachsenen in unserem Alltag viel Stress haben. Und den Stress können wir abbauen, indem wir ihn zum Beispiel ganz körperlich abstreifen. Nehmen Sie die Hände wie Tigerkrallen. Und vom Scheitel bis hinten in den Nacken einmal richtig bis hinter die Ohren alles abstreifen. Ja? Auch mit der Intention, ich streife das jetzt ab. Ich nehme diese stressenden, angstmachenden, schweren Gedanken, streife ich aus meinem Kopf. Einfach so streiche ich die aus meinem Kopf heraus. Und finden Sie da auch einen Druck, der für Sie angenehm ist. Ja, es soll ja nicht wehtun, aber es soll sich wohl anfühlen. Am Kopf sind ganz, ganz viele Punkte, die wir da erreichen, die entspannen, die uns helfen, loszulassen. Ja? Mit beiden Handflächen reiben wir kräftig die Ohren. Können Sie, wenn Sie zu Hause sind, ruhig 20 Sekunden machen. Ja? Ziehen Sie in Ruhe bis 20 Brillenträger, setzen bitte vorher die Brille ab, habe ich vergessen zu sagen. Ach, das ist der Nachteil, wenn wir uns nicht in echt begegnen. Ja? Weiß ich jetzt gar nicht, wer hat gerade eine Brille auf. Also Brille abnehmen, auch Obacht bitte mit den Ohrringen, die Damen, ja? Und Herren, die Ohrringe haben. Und dann kräftig rubbeln. Meine Ohren sind schon richtig schön rot und kribbeln auch schön. Und zum Abschluss können wir die nochmal richtig durchkneten. In den Ohren sitzen ganz viele Akupressur, Akupunkturpunkte, mit denen die Organe erreicht werden. Und einmal so durchkneten vitalisiert unsere Organe. Und wenn da überall Energie drin ist, Vitalität, Lebensfreude, dann stärkt uns das. Und was uns stärkt, hilft uns auch, gelassener mit den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Ganz oft sitzt die Hartnäckigkeit nämlich genau da, ja, was uns stresst und anstrengt. Ich hatte gesagt, beginnt hier so hoch und runter im Körper, Unterbauch, einmal hier die ganze Linie lang. Und hier spüren das ganz viele Menschen. Also können wir auch mal richtig kräftig zupacken, wie wir vielleicht auch bei einer Katze so in den Nacken packen würden, ja, und einmal schön selber durchkneten, den Hals nach oben, richtig lang bis hier hoch zum Haaransatz, ja, und dann wieder runter, immer schön hin und her, im Wechsel die Wirbelsäule lang und dann wieder den Nacken, die Schultern,
Richtig schön durchkneten. Und nochmal hoch bis zum Haaransatz. Atmen Sie tief ein und gründlich aus. Sauerstoff ist Lebensenergie. Ja? Wenn wir viel Sauerstoff im Körper haben, auch da sind wir stark, sind wir vital. Und wie wir ja wissen, alles, was uns stärkt, hilft uns, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Also so dreimal hoch und runter wandern, das sollten Sie auf jeden Fall sich gönnen. Und dann gerne noch die Schulter kneten und dann einmal den Arm auch nach unten. Gerade hier am Unterarm sitzen manchmal so ganz harte, knubbelige Punkte. Und da können wir einmal auch schön durchkneten und dann die Finger nochmal lang. Das tut meistens gut. Ja, die Hand mal so richtig durchkneten. Weil ganz viele Dinge, die uns stressen, führen auch dazu, dass wir in so eine Haltung kommen. Ja, uns irgendwo festhalten wollen. Denn Stress macht oft wütend oder Angst. Je nachdem, was da das Wechselspiel aus Ursache und Wirkung ist. Ja? Und das führt in so ein... Also, einmal durchkneten. Und die andere Seite auch nochmal. Ja? So vieles von dem, was wir schultern, spüren wir im Körper. Und da etwas wieder Raum zu generieren. Entspannung, Gelassenheit. Und vielleicht ist es auch ein Gewahrsein wieder von... Hey, ich habe zwei gesunde Hände, ich habe all diese Finger, ich habe diesen wunderschönen Körper und ich bin stark. So schnell haut mich nichts um, ha? So schnell haut uns nichts um. Und gerade die ältere Generation hat so vieles erlebt, hat so vieles überlebt. So schnell haut uns doch nichts um. Ja, so ein bisschen Stress, da machen wir nicht mit. Da finden wir Lösungen. Und die erste Lösung kann sein, regelmäßig gut für sich zu sorgen. Meines Erachtens geht es bei Stress, lass nach, nicht darum, akut zu reagieren. Auch das, ja. Aber am effektivsten ist es doch, wenn wir schon vorher erkennen, das könnte stressig sein. Nee, nicht, das könnte stressig sein, sondern eher, so spüre ich das, ja, es geht schon wieder los. Oder aber immer mal wieder Momente der Entspannung, des Wohlfühlens mit sich selbst einzubauen, damit wir eben auch gar nicht so leicht in den Stress kommen. Weil der Körper gestärkt ist, weil der Körper vitalisiert ist und dann eben auch wesentlich gelassener auf die Herausforderungen des Lebens reagiert. Ja, zwischen Reiz und Reaktion haben wir die Wahl. Reagiere ich jetzt wütend und gestresst oder reagiere ich besonnen? Und das können wir am besten, wenn wir voller Kraft sind und Vitalität und im besten Fall Freude, Lebensfreude. Okay, also Sie wissen jetzt inzwischen, was stresst mich? Und Sie wissen jetzt, und das wussten Sie vorher sicherlich auch, ich bin mir sicher, ich erzähle Ihnen nichts Neues, es ist eher ein Erinnern. Ja? Ah, stimmt, da war ja was. Und ein Gut für sich sorgen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Und zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch etwas zeigen, was Ihnen nicht nur hilft, die Vitalität im Körper zu erhalten, sondern auch in stressigen Situationen akut handeln zu können. Ja? Also genau das, worauf wir uns, glaube ich, sehr gut einigen können. Also was mache ich in akuter Stresssituation, aber auch was kann ich vorbeugend regelmäßig für mich machen, im besten Fall vielleicht zusätzlich zum Zähneputzen. Und zwar ist es die Thymusdrüse klopfen. Einige von Ihnen, die schon mehrere meiner Kurse im Herzzentrum besucht haben, wissen, wo die Thymusdrüse ist. Allen anderen zeige ich es gerne nochmal. Also hier, wo die Schlüsselbeine, bei mir sieht man das ganz gut, aufeinandertreffen, ist so eine kleine Kuhle. Und wenn Sie die nach unten wandern, bis in die Mitte Ihrer Brust, dann ist hier ungefähr die Thymusdrüse. Und wer sich erinnert, die Thymusdrüse produziert T-Zellen. Und diese T-Zellen sind dafür verantwortlich, im Körper zu unterscheiden, wer ist Freund und wer ist Feind.
Sie stärkt damit also unser Immunsystem. Und wenn wir immun sind gegen Krankheitserreger, sind wir auch immun gegen Stress. Ja, der Körper ist gestresst und lässt dann auch eher Krankheitserreger rein. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir also lernen, die Thymusdrüse zu stärken, bestärken wir uns selbst, was immer auch positiven Einfluss auf das Immunsystem hat. Wissenschaftler wissen, dass die Thymusdrüse im Alter kleiner wird. Und lange hat man deswegen gedacht, dass die da auch gar nicht so wichtig ist für den Körper. Kinder hatten haben eine große Thymusdrüse und ältere Menschen eine kleine. Inzwischen wissen wir aber, das liegt darin, dass die Thymusdrüse schrumpft bei Stress. Auch da wieder die Wechselwirkung. Ja? Wenn wir also die Thymusdrüse beklopfen, dann aktiviert sie das, vitalisiert das die Thymusdrüse und damit auch unser Immunsystem und unsere Fähigkeit, Stress zu begegnen. Also Sie können gerne mit drei Fingern, ja, so drei Fingerspitzen, mal ganz sanft auf die Thymusdrüse klopfen. Wie gesagt, von dieser Kuhle ausgehend in die Mitte des Brustkorbs, da ist die Thymusdrüse. Und es darf ganz sanft sein. Wer von Ihnen eine Affinität zur Musik hat, ja, die Thymusdrüse liebt den Dreivierteltakt, entspannt sie, findet sie ganz toll. Und allein das Klopfen können Sie sich gerne angewöhnen. Nach dem Zähneputzen immer mal ein bisschen die Thymusdrüse klopfen. Das aktiviert sie, das vitalisiert sie und hilft Ihnen, Ihrem Stress kraftvoll zu begegnen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, wenn Sie in wunderschöner Natur sind, wenn Sie an Orten sind, wo Sie voller Freude, ganz natürlich voller Freude, durchatmen und aufblühen. Oder wenn Sie mit Menschen sind, wo Sie viel Freude empfinden, wo Sie lachen, wo Sie glücklich sind, wann immer Sie glücklich sind, merken Sie sich das, ja? Und klopfen Sie entweder direkt in dem Moment, wenn Sie aber sagen, ah nee, das ist jetzt auch ein komischer Moment, können Sie, wenn Sie das nächste Mal die Thymusdrüse klopfen, sich daran erinnern, ach, war das schön, ach, war das lustig. So ein schöner See, so ein schöner Sonnenuntergang. Dieses Grün dieser Bäume, ach, diese Farben der Blumen. Ja? Erinnern Sie sich an wunderschöne Dinge. Schönheit geht direkt ins Herz. Schönheit ist immer heilsam. Und wenn Sie dabei die Thymusdrüse klopfen, ja, diese inneren Bilder abrufen oder wirklich ganz faktisch vor sich sehen und dabei die Thymusdrüse klopfen, stärkt sie das, vitalisiert sie das und bestärkt damit auch den Körper und den Verstand und das Wohlbefinden. Was die Thymusdrüse auch mag, sind wunderschöne Worte. Bestärkende Worte. Und die sind aber immer im Hier und Jetzt. Wenn Sie also in einer Situation sind, die Sie stresst und sich daran erinnern, aha, Frau Schütze hat gesagt, Thymusdrüse klopfen, dann machen Sie das nicht, indem Sie den Stress da reinklopfen, sondern eher sich wieder umschalten auf, wo wäre ich denn gern? Bei wem wäre ich denn gern? Was würde mir denn jetzt helfen? Ja? Also gehen Sie mit Ihren Gedanken aus dem Stress raus und an einen schönen Ort. An einen See, an ein Meer, in einen Wald, in Ihren Garten, zu Ihren Enkelchen. Ja, was immer Ihnen gut tut, gehen Sie dahin. Dann klopfen Sie die Thymusdrüse und dann können Sie danach nochmal auf die stressige Situation schauen. Ja? Also lassen Sie uns zum Abschluss gerne nochmal die Thymusdrüse klopfen. Und ich spreche mal so ein paar Sätze, die Sie sich selber später sagen können. Wichtig ist immer im Hier und im Jetzt und bestärken. Beginnen können Sie gerne immer mit Ich bin hier, ich bin jetzt. Und natürlich wieder schön atmen, schön aufrecht sitzen, da hat das Zwerchfell viel Platz. Ich bin hier, ich bin jetzt. Ich bin stark, ich bin mutig, ich bin voller Energie. Lebensenergie pulsiert in jeder Zelle meines Körpers. Ich bin fröhlich. Ich bin voller Liebe.
Ich liebe und ich werde geliebt. Ich bin wichtig. Ich habe einen wichtigen Platz in meinem Leben. Und ich habe Gaben und Talente, die anderen Menschen Freude schenken. Ich bin ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Ich bin hier. Ich bin jetzt und ich bin gesund und ich bin stark und ich bin voller Freude. Und Liebe. Ich sorge gut für mich und ich erlaube anderen Menschen gut für mich zu sorgen. Ich akzeptiere, dass das Leben sich in all seiner Schönheit zeigt. Ich akzeptiere mich in meinem Leben, so wie ich bin, denn ich weiß, ich bin gut, wie ich bin. Ich bin hier, ich bin jetzt und ich bin gut, wie ich bin. Ich bin ein Ausdruck des Lebens. Voller Lebendigkeit, voller Lebensenergie. In jeder Zelle meines Körpers pulsiert Leben. Ich bin hier, ich bin jetzt. Und Sie können zum Abschluss gerne nochmal so ein bisschen sanfter drüber streichen oder die Hand drauf legen. Wem das unangenehm ist, ich hatte das auch schon, dass Menschen dabei waren, denen war das Klopfen unangenehm, dann legen Sie nur die Hand drauf, ja? Oder streifen nur ganz sanft auf die Thymusdrüse. Wichtig ist, dem Unterbewusstsein wieder in Erinnerung zu rufen, in mir gibt es Zellen, gibt es Organe, in mir gibt es eine Energie, die will, dass ich lebe, die will, dass es mir gut geht. Und auch wenn der Verstand da manchmal ganz schön wenn und aber dazwischen schnattert, ja, ist in jedem Menschen von uns eine Energie, die will, dass es uns gut geht und dass wir unser Leben voller Freude und Leichtigkeit und Herrlichkeit gestalten. Ja, dass wir akzeptieren, dass es schön ist. Natürlich, das Leben ist auf und ab, so wie unser Herzschlag, ein Auf und Ab. Alles andere wäre Monotonie oder Tod. Ja, eine Linie, das wollen wir nicht. Wir wollen Lebendigkeit. Und Lebendigkeit heißt auf und ab. Und jede gestaltet dieses Auf und Ab aus der eigenen Kraft heraus. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Workshop Inspiration schenken, Motivation schenken, gut für sich zu sorgen. Was entspannt Sie? Und was verspannt Sie? Was macht Enge? Was macht Stress? Und immer wieder auch in die Frage zu investieren, wie kann es schöner werden? Wie kann das leichter gelingen? Denn es darf leichter gelingen. Natürlich darf es leichter gehen. Also, wie kann es möglich sein? Indem wir selbst, ja, den Körper lockern, massieren, gut für uns selbst sorgen, erkennen, das sind stressige Situationen, da gehe ich gar nicht erst rein, oder uns so zu bestärken, dass wir die stressigen Situationen gut durchstehen. Das können Sie gerne selbst herausfinden. Was ist da Ihr Weg? Und ich möchte Sie einladen, das mutig zu erforschen, Ihren Weg, Ihren Rhythmus zu finden. Ja, wir sind hier in der Rhythmologie, es hat also viel mit Rhythmus zu tun. So wie jeder Mensch seinen eigenen Fingerabdruck hat, ja? So hat auch jeder Mensch seinen eigenen Rhythmus. Und wir dürfen erforschen, wie wir uns in diesem Auf und Ab des Lebens wohlfühlen und gesund bleiben. Ja? Also, ich hoffe, es hat Ihnen gut getan. Atmen Sie nochmal gut, wenn Sie mögen, dann recken und strecken Sie sich nochmal. Normalerweise bewegen wir uns ja viel, viel mehr. Jetzt haben wir viel gesessen, recken und strecken Sie sich. Machen Sie gerne einen schönen Spaziergang an einem schönen Ort in der Natur mit Menschen, die Sie lieben. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie lieben, die Sie bestärken.
umgeben Sie sich mit Dingen, die Sie lieben und die schön sind und die Sie bestärken. Und Sie werden auch mit dem, was wir als stressig empfinden, wesentlich besser zurechtkommen. Und Sie werden aus dieser Kraft heraus nicht nur mit dem akuten Stress besser umgehen, sondern auch immer mehr Lust darauf haben, es sich selber gut gehen zu lassen. Natürlich immer so, dass es anderen nicht schadet. Ja? Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle alles, alles Liebe und bleiben Sie gesund.